Überraschend schnelles Kommen des Weltgerichtes. Auch das Weltgericht wird für die Maiden überraschend schnell kommen. Denn wenngleich sie auch wissen, dass das Ende nahe ist, rechnen sie nicht mit der überaus kurzen Frist, die noch bis dahin der Menschheit gegeben ist. Es ist nur noch ein erschreckend kleiner Zeitraum, der euch Menschen noch vergönnt ist auf dieser Erde. Denn die letzte Phase hat schon ihren Anfang genommen, und sie währet nicht lange. Und was sich jetzt noch abspielt, sind schon die Vorboten. Und jeder Tag verkürzt die Frist, weil der jüngste Tag festgesetzt ist seit Ewigkeit. Ihr aber, die ihr um meinen Plan wisset, ihr dürft euch keine falsche Vorstellung machen von der Zeit, die euch noch bis zum Ende bleibt. Denn ihr müsstet denen, die ihr belehren sollet, eindringlich das nahe Ende vor Augen stellen. Und darum müsstet ihr selbst fest und ungezweifelt daran glauben, dass euch allen nicht mehr viel Zeit bleibt. Und also gebe ich euch immer wieder Hinweise darauf, dass die Zeit in Kürze abgelaufen ist und dass ihr selbst sie erleben werdet, wenngleich es euch jetzt noch unmöglich erscheint. Sehr schnell werden die Ereignisse aufeinander folgen, die das Ende heranziehen. Das heißt, der geistige Tiefstand wird bald erreicht sein und allen ersichtlich, die ihren Blick geistig richten. Und so ich gesprochen habe, durch die Naturgewalten, wird auch bald der letzte Kampf einsetzen. Der Kampf gegen mich, der das Binden des Satans zur Folge haben wird. Und so werdet ihr, meine Gläubigen, ganz sicher es wissen, dass die letzte Stunde bald gekommen ist. So dieser letzte Kampf einsetzt, dann aber ist eure Arbeit für mein Reich dringendste Notwendigkeit. Obwohl ihr zuvor schon fleißig die Äcker, die da sind, die Menschenherzen, bearbeiten sollet. Denn das jüngste Gericht kommt schneller, als ihr annehmt. Und wer noch im Zweifel ist, der lasse sich belehren von mir, dass mein Wort Wahrheit ist und dass ich stets davon euch Kenntnis gegeben habe, dass ich dies Wort nicht verschleiert den Menschen biete, sondern es wörtlich anzufassen ist, weil ich will, dass ihr, die ihr mir dienen wollet, recht unterrichtet seid, um selbst den Mitmenschen gegenüber das vertreten zu können mit Überzeugung, was ihr lehret in meinem Namen. Die Zeit ist abgelaufen und unwiderruflich ist der Tag bestimmt. Euch aber rufe ich zu, rechnet mit Sicherheit damit, dass ihr selbst den Tag erlebet und verkündet es auch den Mitmenschen, dass sie Zeuge sein werden von dem gewaltigen Vernichtungswerk am Ende dieser Erlösungsperiode. Und ermahnet sie zum rechten Lebenswandel, auf dass für sie der letzte Tag nicht zum Gericht, sondern zur Erlösung werde. Amen.